Freunde, die Sommerpause ist quasi beendet. Ich war eine Woche am Gardasee, davor bei der Tour de France, wo ich diesen jungen Mann kennengelernt habe, Stefan Schäfer. Den drei Leuten in Deutschland, Stefan, die dich vielleicht nicht kennen, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen in drei, vier Sätzen. Wer bist du? In drei, vier Sätzen. Ja, naheliegend. Ich bin natürlich auch Radsportler seit nunmehr 22 Jahren. Habe schon so ziemlich alles probiert: Bahn, Straße, Mountainbike, Fixie, um es mal ein bisschen neu moderner zu machen. Und habe auch hier und da mal ein paar Radrennen gewonnen. Bin auch mit John Degenkolb und Co. schon in der Nationalmannschaft gefahren im U23-Bereich. Und ja, hatte jetzt auch das Glück, eben zur Tour geladen zu werden, mit anderen dich kennenzulernen. Und ja, bin 33 Jahre alt, komme aus Cottbus, zwei Kinder. Jung, 33 Jahre jung. Ja, das kann man sehen, wie man möchte. Also, ich bin 33 Jahre, sagen wir es so. Zwei Kinder und gelernt, ausstudierter Polizeikommissar bei der Landespolizei. Da bist du ja in bester Gesellschaft eigentlich mit Degenkolb, Martin. Es sind noch ein paar Jungs, Fahrradsportler bei der Polizei, oder? Ja, das gab es in verschiedenen Bundesländern, diese Projekte mit den Sportfördergruppen. Und ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, Miriam Welte ist da auch mit drinne in Rheinland-Pfalz. Und ja, dann halt viele aktive, nicht mehr aktive Fahrer. Okay. Ja, Leute, bei mir war es so, wir waren, wie gesagt, zur Tour eingeladen von Tissot hier. Und da habe ich den Stefan am ersten Abend so ja, kennengelernt. Und man hat ja so ein Gefühl, keine Ahnung, mit dem kann man oder mit dem kann man vielleicht nicht. Und mit dem Stefan habe ich nach 10 Sekunden gemerkt, cooler Typ, coole Socke, hat geile Geschichten zu erzählen. Sag mal, über die 2, 3 Tage da hinweg hat man eine gute Zeit und sind auch noch danach in Kontakt geblieben. Und dann kam mir neulich die Idee, Mensch, 6. Etappe, Planche de Belfi, da hat er mir echt, ihr wisst vielleicht, ich bin jetzt nicht der Hardcore-Profi-Radsport-Experte, fahre lieber selber so ein bisschen. Ja, und Stefan hat mir saumäßig geil so die Dinge da erklärt auch nochmal. Und da dachte ich mir, komm, lass uns noch mal ein paar Tage nach Abschluss der Tour de France einen Strich drunter ziehen. Der Kollege Philipp Diekner, den kennst du jetzt vielleicht nicht, mein Coaching-Partner aus Hamburg, der ist im Zug, aber Rückfahrt von seinem eigenen Sommerurlaub. Und komm, Stefan, lass uns mal über die Tour de France 2019 sprechen. Und ja, Stefan sofort zugesagt, sehr, sehr cool. Und heute sitzen wir hier. Du in deiner Küche, ich bei mir im Büro. Ach, das ist dein Büro. Okay, es sieht ja. Sehr spartanisch aus. Ja. Ja, Außer du verkaufst Wandfarben, dann ist. wie hat Albert Einstein gesagt, wie war der Spruch, wenn ein überfüllter Schreibtisch das Zeichen eines überladenen Geistes ist, was sagt uns dann ein leerer Schreibtisch? Nee, mein Schreibtisch sieht relativ normal aus, du siehst jetzt nur hinten die Wand. Ja, wie war denn für dich die Tour de France 2019? Erzähl mal. Ich habe relativ viel geguckt, dadurch, dass man halt selber, wenn man noch aktiv ist, die Wochenenden fallen ja meistens weg, weil du genau zur Rennzeit auch Rennen fährst. Ich fand es sehr spannend, auch relativ offen dieses Jahr. Und durch, sag ich mal, Alaphilippe, mit denen erstmal keiner auf der Rechnung hatte, hat sich natürlich so ein bisschen auch der Charakter geändert von der Fahrweise. Da hast du halt Quickstep auf einmal gehabt, die ein bisschen mithelfen, obwohl sie gar nicht die so bergfesten Fahrer mehr haben. Und ich habe immer gewartet, dass Sky so das richtige Vollwerk abfackelt, aber Kam irgendwie nicht. nee, ich meine, ich habe die allerletzte Bergetappe, die verkürzte, nicht gesehen. Ich habe nur den Radsport-News-Ticker gelesen. Der las sich relativ unspektakulär. Also jetzt nicht die Schreibweise von dem Journalisten, sondern einfach das, was passiert ist dort. Es war, als ob das nicht so, wie es jeder erwartet hat, der Showdown wurde, sondern ja, jemand hat mal angetestet, aber im Endeffekt war das schon alles besiegelt. Und ja, auch Thomas wirkte für mich nicht so stark wie letztes Jahr. Ich kann täuschen, aber. Mag das an seinem Sturz in der Schweiz irgendwie hängen, dass er da nicht wieder rechtzeitig in Tritt kam, ein paar Tage verloren hat, etc.? Ich hatte nicht ganz seine Saison eigentlich nicht so verfolgt gehabt. Ich habe es dann auch bloß bei den Kommentatoren, bei den Übertragungen gehört. Ich denke, optimal wie letztes Jahr war es nicht. Und dadurch, dass jeder auf ihn geachtet hat, ist immer noch ein bisschen was anderes, wenn du letztes Jahr dann auf einmal im Fokus stehst, das gelbe Trikot an hast, das beflügelt ja nochmal ganz anders. Siehe Alaphilippe, wie denen das
hochträgt. Also dass der sich so lange im Game Trio gehalten hat, hätte dann, denke ich, keiner gerechnet damit. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, man müsste wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Thomas schon mal ein Interview gegeben hat, ob er schon mal gefragt wurde. Ich denke, er hat sich nicht so vorbereitet wie letztes Jahr. Plus Sturzpech, das ist ja dann, summiert sich und dann am Ende stehst du halt mit 20, 30 Watt weniger an der Schwelle da. Und das macht sich halt, wenn du einen Kolumbianer im Team hast, der hochfahren kann wie jeder andere bergab, dann bist du halt Zweiter am Ende. Das ist ja kein schlechtes Ergebnis. Nur damit hat halt keiner gerechnet, dass er Zweiter wird. Ja, ich fand auch Alaphilippe. Also der, man, klar, man wusste, dass der in den ersten, was weiß ich, 10 Tagen oder sowas, dass der einige Etappen gewinnen kann, die hügeligen Dinger und so die, ja, die nicht allzu langen Pässe. Aber als er dann so die ersten ein, zwei Pyrenäen-Dinger noch irgendwie vorne mitgefahren ist, dann habe ich auch irgendwie gedacht, wow, wie kriegt der Kerl das hin? Und man hat, und dann habe ich mir so ein bisschen genauer sein Gesicht und so angesehen bei den TV-Übertragungen. Der hat ja mit jeder Faser irgendwie sich an diesem gelben Trikot festgeklammert und dann habe ich ihn auch irgendwie so in mein Herz eingeschlossen. Keine Ahnung, man hat den Kampf von dem Kerl irgendwie gespürt, so durch den Fernseher. Und klar, am Schluss war zu lange im roten Bereich und musste Tribut zollen. Ja, war für mich auch eine mega geile Tour de France. Also war, wenn du mich jetzt so fragen würdest, was du natürlich nicht tust, war für mich eigentlich so, ich würde fast sagen, seit Ulle 2003 so die beste Tour de France. Also Ulle damals in Bianchi. Das stimmt, das war auch gut. Die packendste Tour de France, ja. Ja, stimmt, da hat man noch so mitgefiebert. Im Endeffekt, Alaphilippe, dadurch, dass er halt als Franzose in Frankreich, ich meine, vergleich's mal mit unserer Fahrt mit den E-Bikes, so dieser Bergankunft, wie wir ausgebucht wurden, wie das einen demoralisiert hat. Das jetzt im Umkehrschluss, wenn du halt nicht Hunderttausende, übertrieben jetzt mal, Zehntausende berghoch halt anfeuern, das macht halt nochmal ein paar Prozent aus und wenn es halt nicht High-End-Wettkampf gefahren wird, sondern die halt ein unangenehm hohes Tempo fahren, wo er nicht mit rüberfahren müsste, wenn er nicht das gelbe Trikot hätte. Das schafft er halt auch mal. Ist ja kein Durchschnittsfahrer. Das war Vielleicht echt. müssen wir ganz kurz den Zuschauern sagen, E-Bike, wir hatten im Rahmen dieser Pressetour von Tissot E-Bikes bekommen. Stefan war mediummäßig begeistert davon. Ja, für Nein. Sport heute war der Akku relativ schnell leer. Ja, nee, ich meine, du hast natürlich eine bunte Truppe dabei, da sind weniger trainierte Fahrer und Stefan sicherlich kann das Ding locker auch mit dem Rennrad fahren. Aber ja, entsprechend sind wir dann mit dem E-Bike die letzten zwei Anstiege von der sechsten Etappe nach Planche de Belfi hochgefahren. Das waren, glaube ich, 1100 Höhenmeter auf circa 30 Kilometer. Und naja, das Unangenehme bei der Nummer war einfach, ja, in den Anstiegen ist eh alles schon irgendwie so emotional. Die Zuschauer stehen nah an den Straßen und wir fahren da mit unseren E-Bikes hoch und entsprechend hat man schon viel Spott und ja, ist Spott das richtige Wort? Das war schon irgendwann schlimmer. Kurz vorm Ziel war es schon kein Spott mehr. Das war. Na gut, geworfen haben sie nichts. Nee, das stimmt. Aber das war echt unangenehm. Aber Also. meine Geschichte, die ich ja hatte, die hatte ich bei mir im Blog eben auch beschrieben. Das war, glaube ich, noch mal eine Stufe krasser. Ich hatte ja versucht, so ein Video zu machen, die letzten 300 Meter oder sowas. Und dann ist mir, hatte ich das unterschätzt, dass diese Steigung so krass ist. Ich bin die das zweite Mal hochgefahren, wegen des Videos. Und was soll ich sagen? Und ja, dann hatte ich wahrscheinlich ein E-Bike von einem der Mädels. Und die sind halt das ganze Ding im, lass mich jetzt nicht lügen, Tempomodus oder so hochgefahren und entsprechend war der Akku schon auf quasi Feierabend. Naja, und dann kam einiges zusammen und nach 10 Sekunden im Anstieg ist mir das Ding abgeschmiert. Und wenn du dann mit dem E-Bike und dem Handy in der Hand in einer 20% steilen Wand drin stehst, als Typ, da, das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Das war mir wirklich unangenehm.
Und gut, Wir haben es gesehen. hast du es gesehen? Ja, zumindest dann, wo du standest und wo du zum Polizisten gegangen bist. Oder beziehungsweise eigentlich Dann wurde es, du bist losgelassen wurde. Polizist und dann wurde es nochmal sehr interessant. Dann ließen die mich natürlich die letzten 100 Meter zum Ziel so jetzt nicht durch. Das ist ein sicherer Bereich. Und wir hatten halt von der ASO so eine gelben Westen und ich hatte die aus irgendeinem Grund quasi unter diesem Pulli hier. Naja, und dann in dem Stress, sage ich jetzt mal, und der körperlichen Anstrengung, das Ding da hochzuschieben und so, habe ich quasi so hier so reingreifen müssen und das sah halt, wir kennen die aktuellen Zeiten, Terror und so, das sah jetzt nicht ganz so geil aus und entsprechend hatte er schon seine Hand quasi Richtung Pistole und das war dann irgendwie so ein komischer Moment. Glaube Aber ich habe die Mütze nur der Mode wegen auf, nicht weil da eine Kugel durch meinen Kopf ging. Ja, und dann nächsten Tag Belfort. Genau, Departure Village. Ist auch Da waren ganz wir im cool. Fahrerlager und konnten uns mal ein paar Fahrer so von der Nähe angucken. Waren da so ein paar Fahrer dabei, die du vielleicht noch, mit denen du selber mal gefahren bist? Nils Polle Ja, wäre wahrscheinlich jetzt zu jung für dich. ich bin dann zum Bora Bus gegangen, weil da zum einen René Obst war als Mechaniker. Der war dort, mit dem bin ich zusammen noch 2012 und ein Teil 13 bei NSP gefahren im KT-Bereich. Und Radochla, mit dem ich auch da zusammengefahren, und Enrico Peutschke als sportlicher Leiter, die habe ich kurz mal begrüßt. Und Kennst dann du den kam. Peutschke noch? Ja. Woher damals? Ich will gerade aktiv, glaube ich, nicht mehr so richtig, aber ich hatte ja mal einen Gastauftritt, so ein Stagiair, Stagiairzeit 2011 bei damals noch NetApp. Und da war er auch das ein oder andere Rennen dabei. Okay. Oder war er bei Milan dabei? Auf jeden Fall habe ich ihn mal gesehen, wo ich Stagiair war. Ja. Und wo Kannst ich du dann. den Zuschauern, die vielleicht nicht ganz so fit Ach im, so, ja. was ist ein Stagiair? Ist das nochmal eins Unterwasserträger? Nee, Stagiair ist so Gastfahrer, ist glaube ich Französisch für Praktikant. Das Ja. ist ab dem 1. August gibt es so die Option, dass man als nicht World Tour, also nicht erste Kategorie, nicht zweite Kategorie Fahrer quasi so einen Gastauftritt beim anderen Team haben kann und für die halt ein paar Rennen fährt. Ja. Und wirst halt vorher gefragt, wenn du halt gute Leistung hattest. Und da hatten wir uns halt mal kennengelernt. Und das hatte ich 2010 beim damaligen Team Milram und 2011 beim Team NetApp, dem Vorvorgänger quasi vom jetzigen Bora-Team. Ja. Ja, und da war ich halt dort, habe mit denen gequatscht und dann habe ich Roger Kluge getroffen, den ich eigentlich, zu dem ich eigentlich wollte. War, mit dem war ich zusammen auf der Schule und der hat ja auch eine Zeit lang in Cottbus gewohnt. Ist auch mein Jahrgang und ja, war. Die haben alle keine Zeit gehabt im Endeffekt, weil es ja auch total busy dort ist und überlaufen. Ja. Aber ganz kurz konnten wir ein bisschen quatschen und dann sind wir schon zum Katusha-Bus gegangen. Aber als du hast gesehen, wie Peter Sagan aus dem Bus kam, Ja, das war das bei war. dir früher so ähnlich, als du als Stagiair bei NetApp Ist immer noch so, überall wo ich hinkomme. Nein, rauskamst? überhaupt nicht. Ich hatte auch mit dem Mechaniker gesprochen, dass die an dem Tage auch froh waren, dass sie noch eine Absperrung hatten, weil normalerweise haben sie an manchen Tagen nicht mal die Absperrung, dann drängen diese Massen dort halt hin und hören natürlich nicht drauf, wenn du Platz machen sollst. Das ist schon ein neues Level an Popularität und an Nachfrage, was er dort erzeugt hat und schon krass, wie das so durch diese eine Person so entstanden ist. Profitiert der ganze Radsport so natürlich auch davon, aber speziell was für ein Hype um seine Person ist, auch wenn du diverse Videos auf Instagram oder so siehst, wenn Leute berghoch filmen, der kann als letzter hochfahren, der wird dort übertrieben gesagt fast mehr gefeiert als das gelbe Trikot. Das ist schon. Wie findest du das so persönlich für dich? Ja, er macht seinen Job halt ganz gut. Also sowohl die Leistung, wie auch das Drumherum. Da hat er schon einige Aktionen gebracht. Ja, irgendwann kommt ein Moment, wo man sich sagt, okay, jetzt ist es ein bisschen Reicht, zu. das muss jetzt nicht. Der Moment ist noch nicht da, aber ich spüre es, wie es dahin tendiert bei mir. Ja. Aber es geht ja nicht darum, wie ich das finde. Das muss ja den Massen gefallen. Und Ich solange es noch glaube, macht. wir hatten auch in Frankreich kurz drüber gesprochen und meine Aussage war, Boris Becker tat dem Tennis früher auch gut. Genau, das würde ich ja bei uns jetzt mal für Deutschland sowas wie es mit Ulle war, 97. Also wie viele von meinen Weggefährten durch den Toursieg von Ulle auch angefangen haben, Ja. war dann wahrscheinlich ähnlich so ein Hype wie bei Boris Becker. Und Ja. Sagan,
Ja, müsste man jetzt, ob jetzt in Deutschland jemand anfängt, weil ein Slowake siebenmal das Trikot gewonnen hat, weiß ich nicht, aber Ja. auf jeden Fall tut er dem Ansehen und der Popularität im Radsport, vom Radsport ziemlich gut. Sollte man auf jeden Fall nutzen. Das Ja. macht es auch ganz gut. Ja. Ja, weswegen aber vielleicht in 2, 3 Jahren ein paar Kinder in den Radverein gehen könnten, wäre doch, weil Lennart Kemner sich als Rundfahrer in der World Tour etabliert, oder? Das war auch Neben Emanuel Buchmann. ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie der so viel Rückstand im Endeffekt gekriegt hat. Also, der ist ja Aber dann die muss er letzte Etappe sein. richtig, richtig stark gefahren. Ja. Hat aber irgendwie 1,5 Stunden Rückstand gehabt. Also, wahrscheinlich hat er andere Aufgaben gehabt. Aber das war echt beeindruckend, wie er da Vierter wird und Sechster wird. Und Ja. der ist ja jetzt, glaube ich, 22. 22. Ja, Nicht der wird sicherlich Helferarbeiten gehabt haben, oder? Die ihn dann ist Zeit halt. gekostet haben. Also ein bisschen, was heißt nicht schade, aber es war halt krass, dass durch Buchmann seine Leistung ging es halt so ein bisschen unter, ne? Dass da noch ein zweiter Deutscher in der letzten Tourwoche halt extrem vorne reingefahren ist. Ja. Das Ja, ging ja selbst. ich hab den Kemner 2017 mal interviewt, hier in Brühl bei Köln und ja, vor 2 Jahren, da war 20. Und da habe ich ja auch im Interview so abgedruckt, hatte er mit den Plänen kokettiert, sage ich jetzt mal, nochmal zu studieren und so. Ja? Also Ja. Plan B, ganz offen drüber geredet. Und dann hat er, glaube ich, von Sunweb irgendwie letztes Jahr nochmal einen einjährigen Vertrag bekommen. Der müsste jetzt Ende dieses Jahres auslaufen. Irgendwer mit einer Verlängerung, ja. Ja, War aber ironisch. ich vermute auch mal, dass Kemner sich jetzt nicht beschweren muss, dass er irgendwie keine Angebote bekommt nach den Auftritten mit dem Alter und so und der Vergangenheit. Ist er auch schon Junioren-Einzelzeitfahr-Weltmeister oder so. Genau. Also kann Berge hochfahren, kann Zeit fahren, ist er eigentlich. Und zeigt die starken Leistungen in den Bergen in Woche 3 bei der Tour de France. Ja, Kann das man ist jetzt nicht krass. davon sprechen, dass er die 3 Wochen vielleicht nicht so aushält. Weiß nicht. Ja, also ich habe neulich mit dem gesprochen, Bekannten von mir. Wir gehen davon aus, insgeheim unser Tipp, Lennart Kemner nächstes Jahr bei Bora. Meinst du? Ich weiß nicht, die haben noch Buchmann. Warum? Also, Ja, so als junges deutsches Talent aufbauen. ich glaube, der, also ich Warum würde fast kommt sagen. Sunweb nicht mit einer Verlängerung um die Ecke? Das könnten die doch vor dem 1.8. schon kommunizieren, oder? Müssen sie aber nicht. Ich würde nämlich jetzt sagen, dass sie den weiterhalten, weil die haben ja einen Plan gehabt mit ihm, dass sie ihn systematisch und ruhig aufbauen. Ja. Glück, wie oft du das schon gehört hast und wie oft das nicht gemacht wurde, wie oft sie das überzogen haben und dann sind Leute halt in die Luft geflogen und haben dann gefinisht ihre Karriere. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es für ihn passt, Ja, okay. dass er noch bleibt. Ist Und dann sicherlich auch eine Geldfrage, oder? ja. Sollte Bora jetzt mehr bieten, etc. oder so? Kann er sich ja mal anhören. Ja, wird er sie auch, aber wir haben es bei Kittel und Degenkolb und so gesehen, die sind auch weggegangen für, denke ich, ein besseres Gehalt. Ging auch gut, aber es muss nicht immer gut gehen. Also, ich würde wahrscheinlich in seinem jungen Alter erstmal dort bleiben. Da weiß er genau, dass das Umfeld stimmt und wenig kann sie mir trotzdem nicht. Ging der Degenkolb-Move für dich gut bei ihm? Von Giant oder wie hießen sie damals? Giant Alpecin zu Trek? Naja, der hat ja dann den Trainingsunfall. War das noch? Der War war das? noch bei Giant Alpecin. Ja, na? Oh Gott, jetzt komme ich in Jahren durcheinander. Das war ja in, lass mich nicht lügen, seine Siege hatte er in 15 Ja, genau. und die Monumente und 16 hatte er im Februar oder was? Januar, Genau. Februar, März, weiß jetzt Ja, nicht, ne? den Ja. Unfall. Und dann hatte ich ihn bei der Tour noch gesehen in Andorra, 16. Ja, und dann 17 hatte. Nee, und letztes Jahr hat er, glaube ich, die Etappe gewonnen in Genau, genau. Paris, Roubaix. In Roubaix. Da ging das, ich Aber weiß sonst war nicht. ja eigentlich nicht so viel, oder täusche ich mich jetzt gerade? Naja, das Problem ist, man macht es immer in den blanken Ergebnissen klar. Richtig, ja. Da, das ist echt, das ist halt, Radsport ist halt so ein krasser Ergebnissport. Du kannst ein Ergebnis gucken, siehst, den Köpf wird Achter. Und dann denkst dir, der ist schon zweimal Erster geworden und Fünfter und so, aber ein achter Platz auf manchen Etappen oder bei manchen Eintagesrennen ist halt trotzdem richtig krass oder sehr, sehr gut, aber wird es halt mit einem anderen Parameter inzwischen gemessen und wird ja für was anderes bezahlt. Aber Ja. es ist halt schwierig. Ich würde nicht sagen, dass es sich nicht gelohnt hat, weil
Tapetenwechsel ist immer mal gut. Wer weiß, wie es bei Giant weitergegangen würde, bei Sunweb. Das weiß man nicht, was hinter den Kulissen war, was die Ausrichtung war, ob es mit ihm überhaupt in dem Maße gestimmt hat. Ich glaube, die Entscheidung war nicht falsch. Rein von den nackten Zahlen, was die Ergebnisse angeht, war es vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber. Wobei Trek-Segafredo, sagen wir mal so, macht die Fahrer jetzt auch nicht unbedingt besser, oder? Jetzt müsste ich mich extrem. Ja, also mega viel mit den Ergebnissen beschäftige ich mich nicht. Ich könnte jetzt mit Richie Porte noch argumentieren, der dies ja auch hinter seinen Erwartungen blieb, zumindest für mich. Aber den Stuyven, den finde ich ganz gut. Der macht das ganz gut. Und wen haben die noch jetzt übertrieben gesagt? Wen haben wir noch? Soll ich mal kurz Ja, hau gucken? mal rein. Also jetzt Helfer fallen mir ein paar ein, aber irgendeinen großen Namen habe ich jetzt noch vergessen. Zumindest bei der Tour, wen hatten sie da? Sie haben die schönsten Trikots, wie ich finde, oder eine der schönsten Trikots. Kapitän war Richie Porte. Dann hatten sie halt Julien Bernard, Ciccone. Ciccone hat einen guten Job gemacht. Der war Ja, gut. stimmt. Der war auch schon beim Giro ziemlich cool. Kondecort, ja, Helfer Felline, Mollema. Er hat sich auch irgendwie nicht so richtig, finde ich, oder? Das war doch immer, das auch gehofft. So ein bisschen wie Kreuziger. Da dachtest du immer, irgendwann fährt er aufs Podium und Ja. man, jetzt musst du schon in Ergebnissen gucken oder genau beim Übertragung, wenn Kreuziger dann irgendwann, wenn noch 25 sind, hinten rausfault. Also. Wenn ich über Mollema in diesem Jahr nachdenke, bleibt mir seine 8. Position in Erinnerung bei war es Amstel Gold Race, wo Van der Poel diese ganz krasse Aufholjagd gemacht hat und der quasi als 8. Mann das Rad hinten nicht halten konnte. Ja. Das fand ich krass. Ja, Skoins und Stuyven hatten sie noch dabei. Jasper Stuyven. Yes. Ja. Ja, Ja, ist schwierig. Es gibt einige Teams, wo man sich sagt, Mann, die bräuchte man so richtiges großes Resultat, aber. Katuscha, letztes Team, also auch das Team wieder mit den wenigsten Ergebnissen jetzt bei der Tour. Echt, Gut, ja? Katuscha hat in der Teamwertung den letzten Platz belegt, ja. Achso, okay, jetzt rein an der Zeit gemessen, aber von Ergebnis. Ich blicke jetzt gerade, was mit hier Greipels Team oder dem anderen französischen. Scheiße, die waren auch nicht so. Diese Direct Energy war schlecht dieses Genau, Jahr. die meine ich. Ich Ja. habe nicht mehr die Namen auf Tasche. Aber von der Teamwertung her war halt, ja, wie gesagt, Katuscha Platz 22. Das vorletztes Team Total Direct Energy und dann halt Lotto Soudal. Ja, Sunweb war von den reinen Ergebnissen sicherlich auch nicht doll. Michael Matthews, glaube ich, war ein relativ unschöner Shift, den sie vollzogen haben, oder? Während des Rennens, ihn quasi helf mir mal. rauszuziehen. So wie ich das mitgekriegt habe, hatten sie Matthews als Kapitän so dann in der zweiten Woche irgendwie, ja, ich will jetzt mal sagen, abgesetzt. Kommt darauf an, ob er die zweite Woche, inwiefern seine Kapitänsrolle in der zweiten Woche noch zu erfüllen gewesen wäre. Ja, Also. es gab ja diese hügeligen Sprintdinger da im Zentralmassiv oder sowas und da hat er irgendwie, was man so gelesen hat, gab es da wohl auch ein bisschen Stress. Hast Ja. du zu viel Zeit zum Lesen? Ich habe gar nicht die Zeit zum Lesen. Ich habe es auch nur, nee, lesen nicht. Ich habe es im Fernsehen viel gesehen. Und ja, dann habe ich mir ein paar Artikel durchgelesen. Interessiert mich einfach. Und früher hat mich sowas jetzt auch nicht wirklich interessiert. Aber ja, Rückblick Tour de France 19. Wer hat dich denn extrem positiv gestimmt? Gab es da Teams oder Fahrer, wo du gesagt hast, neben Alaphilippe, geile Nummer? Nee, also Alaphilippe war schon echt nicht schlecht. Das hat mich schon echt überrascht, gerade wie gesagt, dass er so lange mithält. Ja. Den Hättest du Support. 4 Tage vor Ende der Tour de France oder 5 Tage, ich glaube, es waren 4 Tage, hättest du gesagt, okay, das Ding ist durch, der wird es nicht schaffen, es ist absehbar, oder hättest du gesagt, vielleicht könnte es noch packen? Nee, also klingt natürlich jetzt wieder im Nachhinein, kann man sagen, aber ich habe schon gerechnet, dass der nicht die Tour gewinnen wird. Ja, okay. Okay. Also, weil es ist dann trotz allem, ist es Alaphilippe, also der kann halt einfach die Tour, glaube ich, nicht gewinnen, meiner Meinung nach. Ist halt einfach kein Toursiegesfahrer. Es hat ihm dieses Jahr so ein bisschen einige Verläufe in die Karten gespielt und was ist er, Vierter oder Fünfter am Ende geworden? Fünfter, meine ich. Ist ja ein mega Ergebnis. Und was Klar. ich fand, jetzt fällt es mir nicht parallel ein, Pinot.
das hätte ich gerne gesehen, wo da die Reise hingegangen wäre bei der Tour, weil der so endlich mal so stark war, auch fast bis zum Schluss halt, wie man es von ihm erwartet hat. Also, Ja, hätte er diese eine Windkante, glaube ich, nicht erwischt, die ihn irgendwie eine das war Minute. Was? ist mega dumm. Der war vorne, ich habe mir die Aufzeichnung abends angeguckt. Das musst du mal versuchen, rauszufinden, was der falsch gemacht hat. Der war vorne, du hast ihn gesehen mit erster Reihe. Man ruckzuck, dann ein bisschen drängeln, ein bisschen eng, ein bisschen Ellbogen. Zack, war er hinten und hat sich seine Packung im Ziel geholt. Also, das war echt. Das sind so die, liebe Leute, das sind so die Aussagen, die ich in Frankreich schon vom Stefan gehört und lieben gelernt habe. Radsport-Talk quasi aus der Kabine. Ja, aber das war echt, das hat mich auch mega geärgert, weil der hatte, und selbst dann waren die fast wieder dran und an Windkante, klar, die fahren das nicht mehr oft, die Profis, aber das muss dann einfach, da muss dann halt durch. Hattest du als dein höchstes war KT, gell? Bei Ja. LKT. Hattet ihr so viele Drecksrennen mit Windkante? Klar, Tour de Normandie im Jahresanfang, bei Schnee, Regen und Wind und. Oder Olympiastour noch in Holland, das war die Hölle. Da ging schon in unsere Session, haben da schon alle die Messer rausgeholt. Das war furchtbar. War wirklich. Was war aus deiner Vergangenheit so dein geilstes Rennen, wo du sagst, wenn du jetzt deine Enkelkinder auf dem Schoß hast, später mal, wovon du noch erzählen wirst? Gab nicht. Ja. Das ist immer schwierig, das ist mal, man müsste sich sowas mal aufschreiben, dass man sowas in petto hat. Ich würde jetzt eh wieder ein Rennen vergessen, würde ich mir nachher beim Auflegen sagen, Mann, das Rennen war so geil, dass hast du vergessen. Mit Lance Armstrong in Spanien hat es doch mal eins. Er muss ja runter, falls mit ihm gefahren, Muss ja. ja runter, ja. Genau. Das war auch nicht schlecht. Für welches Team war das? Da sind wir Nationalmannschaft gefahren. Da sind wir auch die Sardinien-Rundfahrt, da waren wir erst im Januar im Höhentrainingslager in Argentinien, sind dann die Tour de San Luis gefahren. Sind dann Sardinien-Rundfahrt gefahren, dann Murcia-Rundfahrt, dann WM. Da hat es echt eine gute Form für die kleinen Rennen. Welches Jahr war das? 2010. 10. Oder war er schon quasi am Auslaufen? Na, der kam doch mal wieder. Das war zur Ja. Radio oder Astana. Radio Shack, Luxemburg-Zeug da. Oder Astana. Oh Mann, ich. Astana auch gewesen sein. Wir gucken jetzt nicht auf Pro Cycling Stats. Es bleibt ein lockerer Podcast. Aber ja, cool irgendwie oder beeindruckend, oder? Den Ja, Kerl da klar. mal. Ich wäre auch gerne mal mit Ulle damals gefahren, aber es hat sich halt nie überschnitten. Gab es da auch so Jetzt. im Osten keine Gegebenheit? Du als Jungspund und er vielleicht so als Allstar auf der Bahn oder so beim Training. Ja, 2,6 hat er mehr oder weniger aufgehört. Da bin ich zweites Jahr Männer gewesen. Das wäre durch Zufall vielleicht mal 2,5 irgendwie, wenn er die Hessen-Rundfahrt gefahren wäre, die es damals noch gab. Da hätte es mal klappen können, aber ansonsten war er ist zu früh gegangen. Ja, definitiv. Also klingt jetzt schlimm. Er ist zu früh gegangen, sagt man Ja, ja. ne, sportlich gesehen. Sportlich gesehen. Ich habe nicht gesagt von uns. Er ist Ja, zu stimmt, früh gegangen. ja. Ja. Aber nochmal zu deiner Frage zurück. Schönste Rennen, ich glaube, dann ist ja vielleicht auch systemübergreifend. 2017, so ein Fixie-Rennen in New York, das Reto Crit, wo ich das gewonnen habe, das war zumindest, das hat so alles gepasst. So die Stimmung im Team, der Rennverlauf, die Zuschauer, alles so. Das war halt, das war eine geile Woche. Mit halt Samstag dann Abschluss, dass ich das Rennen gewinnen konnte. Das Hammer. ist kurz zurückliegend, liegt 2 Jahre zurück, das ist echt noch so als Highlight in Erinnerung geblieben. Wo war das Rennen selbst? In Brooklyn, in dem Red Hook District auch, da wo der Ist Name auch herkommt. das so? Eine alte Werfthalle, keine Ahnung Nee, was. das ist im Stadtteil Brooklyn und so ein Fähr, das fahren Fähren weg, die auch zur Freiheitsstatue fahren. Hast so einen Blick auf die Freiheitsstatue und auf die Skyline. Ist halt so ein Hafengelände. Ist Geil. ganz cool. War hat echt Und Spaß gemacht. bist du eigentlich bei den Red Race-Dingen auch mitgefahren? Die Fixed 42 WM bin ich, oh Mann, 17 und 16 mitgefahren. Ja. Ja, und dies erfahre ich sie wieder mit. Die haben sie jetzt nach Hamburg gelegt, weil der Veloton Berlin ausgefallen ist. Am 25.08. in Hamburg bin ich dann am Start. Geil. Mal gucken. Es ist mit 400 bis 600 Mann zusammen ohne Bremse ist
Würde jetzt nicht als erstes geil anfallen. Fährst du da erste Reihe bei sowas oder vorne drin? Ja, es gibt ein gewisse, du hast ja bei Anmeldung auch, musst du auch anklicken, was für eine Durchschnittsgeschwindigkeit du ungefähr fahren kannst und danach wirst du eh schon eingestuft und ein paar Vorzüge hast du dann schon, wenn du das regelmäßig gemacht hast und schon ein paar Rennen gewonnen hast. Also ich werde vielleicht unter den Top 20 auf jeden Fall starten. Okay. Krass. Ja, Stefan, ich würde gerne zugucken, falls ich in Hamburg sein sollte. Super, Ist ein Sonntag. Nimm dir mal Zeit. im Rahmen der Cyclassics an dem Wochenende. Ja, wir haben um 14, ich weiß es nicht wieder, ich glaube um 16, 16:30 meistens bei den Profis Schluss. Wir haben um 14 Uhr Start. Ja, okay. Ja. Gut. Lass uns mal kurz bei der Tour bleiben. Lennart Kemna war ein Highlight aus deutscher Sicht. Ja. Alaphilippe war natürlich ein Highlight. Kurz über den Sieger der Tour de France, Bernal. Wie schätzt du ihn? 22 Tour de France-Gewinner. Angeblich ein, wie sagt man, VO2 Max-Wert von 91 oder sowas. Habe ich neulich bei Rennrad auf Facebook gesehen, beim Rennradmagazin. Das wäre ja krass. Was hatte Greg LeMond früher? 2,93? Echt, ja, so hoch. Ich hätte gesagt, dass der tiefer war, aber auf jeden Fall ist der Wert ist so oder so krass. Ja. Ja, der ist schon echt. Der hat auch die Tour L'Avenir vor ein paar Jahren gewonnen, also diese U23 Nachwuchsrundfahrt. Ja, sehr, sehr hohes Ansehen bei den Teams auch genießt, bei den Profiteams. Da gucken die immer rauf und der Gewinner dieser Rundfahrt kriegt eigentlich in der Regel immer einen Profivertrag. Die hat das schon gewonnen und ich fand, er war nicht mega überlegen. Zumindest wirkte er das nicht. Wahrscheinlich, weil er noch eine ganze Zeit lang für Thomas fahren sollte. Ja, wann schätzt du, haben sie bei Ineos, ehemals Sky, gesagt, okay, Egon, Egal. Hugo Egon. du Egon, du bist es jetzt, go for it. Drittletzte Etappe? Na, auf jeden Fall, der hat ja schon mal ein bisschen Zeit auf Thomas gut gemacht gehabt. Und dann beim zweiten Mal, denke ich, wo ich gesehen hast, dass Thomas schon in Seilen hing und Bernal da eigentlich relativ locker noch mitgefahren ist. Da denke ich, haben sie dann schon umgestellt. Und wie gesagt, die haben trotzdem Doppelsieg. Also, das ist ja, das gab es ja seit 97, möchte ich mal, seit Ulle oder gab es das danach nochmal? Ja, ich verstehe, 96. 96. Ries vor Bjarne Ulle. Ries und dann Ja, Ulle, ich glaube, oder? danach gab es das nicht mehr. Ja. Das ist schon eine starke Leistung, also. Ich fand die Etappe, wo er quasi wo sie die war das die drittletzte nach Tignes hoch, die 19. genau, da fand ich ihn schon extrem stark. Da hatten sie auch eine sehr geile Kamera am Motorrad dran und da sah sein Antritt auch, wo er quasi als Erster über die Kuppe rüber. Ja. Da sah das schon sehr explosiv und sehr souverän aus. Und dann hatte er doch mit wem? Mit Adam Yates, glaube ich, war er dann im Schlepptau und dann auch in der Abfahrt. Und dann hatten sie doch irgendwie übers Tourradio oder über wie auch immer mitbekommen, ja, dass die kommende Auffahrt nach Tignes gesperrt ist Ja, oder das die war spätere lustig. Abfahrt. Und glaubst du, das war gut für ihn oder es war schlecht für ihn, dass sie abgebrochen hatten? Jetzt für Bernal. Ja. Es hätte ja im Endeffekt, ich muss gerade überlegen, das wäre eine ganze Weile noch runtergegangen und dann nochmal leicht hoch. Es hätte nicht mehr viel geändert. Also, Okay. glaube ich. Die beiden wären solide das Ding runtergefahren. Vielleicht hätte sich der Abstand ein bisschen verkürzt, aber dann spätestens an dem Schlussanstieg ging doch nochmal hoch zum Ziel, ne? Ja, aber Oder nicht auch. mehr zu steil. Ich glaube, Nee. für Alaphilippe war es ein kleiner Nachteil, weil er wahrscheinlich in der Abfahrt nochmal aufgeholt hätte. Wobei der schon tot war. Also Der er war war schon. tot, ja. Vielleicht war es für seine Gesundheit gut, dass er abgebrochen wurde. Also im Endeffekt hat ich fand es war die richtige Entscheidung, weil es hat nicht mehr viel ausgemacht. Es blieb beim Gleichen. Der Bernal war einfach der Stärkste. Das hat dann auch, denke ich, jeder gesehen. Also. Was ist aus deiner Sicht die Zukunft für Bernal? Was wird so passieren für ihn? Wird er, wenn Froome zurückkommt, was schätzt du, wie ist da so die Strategie bei Ineos mit drei Tour de France-Gewinnern im Team? Also, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich denke, da Machen sie mindestens. Vuelta und Giro und Tour de France-Aufteilung?
Also ich würde sagen, dann mindestens einer geht dann, weil Okay. es müssten halt zwei zurückstecken. Wenn drei gewinnen können, müssen zwei zurückstecken. Oder du fährst es halt die ersten Bergetappen irgendwie aus, aber das kann dir auch extrem zum Nachteil werden, dass dann keiner von den drei gewinnt. Also ich denke, Bernal, wenn er noch so jung ist, wird er sagen, hier passt auf, wir können das jahrelang durchziehen und die Touren hier ein Tour-Abo quasi verbuchen, dass wir das Ding abschießen. Vielleicht wird sich auch Froome nochmal anders umsehen. Der ist ja auch schon ein bisschen älter, oder? Wie alt ist denn der Froome? Ich hätte jetzt gesagt, aus dem Stegreif 3,34. Ja, irgendwie so, ne? Ach, Ja. warte doch, der ist doch. Ich glaube, Thomas ist jetzt 31. Nee, Thomas ist mein Jahrgang, der ist 86. Ist Thomas schon Glaube 33? ich. Ich google mal gerade nach Chris Froome. Ja, guck mal, WM 2006, Chris Froome ist auch ganz lustig. Da waren wir bei U23, wir haben Zeitfahren. Froome ist 34, 85er Jahrgang. 85, war der eh älter. Also der, denke ich, wird als erstes gehen. Meinst du? Es Okay. ist ja nur eine Vermutung. Er muss es jetzt nicht machen, nur weil ich es vermute. Aber ich denke schon, dass er sich nochmal. Wie lange hat er noch Vertrag? Ein, Das zwei Jahre? kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Ich denke, dass er danach sich nochmal umorientiert. Okay. Ich gucke mal gerade nach Geraint Thomas. Ich habe auch lange gebraucht, um seinen Vornamen zu kapieren. Ich dachte mir, früher ist Giron oder so. Nee. Der Der 6. ist ein Jahr älter, 86er Jahrgang, 33, ja. 1,83 groß, 71 Kilo leicht oder schwer. Alter, wie kann man Essen so sehr hassen, dass man so wenig wiegt, ey? Ich finde bei 1,83, 71 Kilo für einen Tour de France-Sieger Wer weiß, ob man so viel wirklich noch wiegt, ey. gar nicht so wenig. Lass mal kurz über die, ja, die, ist immer ein blödes Wort, die Enttäuschung oder die Flops so sprechen. Ich sehe ihn gerade hier bei Google so als Bild angezeigt und der tat mir auch echt leid, Romain Bardet. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der arme Kerl. Ist immer wieder, jedes Jahr ist ja spannend, wer den Erwartungen gerecht wird und wer quasi enttäuscht. Und das war bei diesem Jahr, das war echt krass. Ich fand, man hat es relativ früh gesehen, dass es dieses Jahr nichts wird. Das haben sie natürlich dann noch er selber wahrscheinlich wahrhaben wollen und das Team nicht, aber der ist ja dann bei der einen Etappe wirklich an so einem Zier schon hinten rausgefallen, wenn man dann mal mit dem Motorrad, was durch das Feld gefahren oder durch die Gruppe gefahren ist, gesehen hat, wer da noch so drin war. Das ist ja wirklich, da hast du spätestens da gesehen, Junge, nimm dir was anderes vor. Tour, Sieg oder Podium wird es definitiv nicht. Wurde ja Podium, aber im Bergtrikot. Ja, das war dann natürlich eine Konsequenz, dass sich dann darauf konzentriert hat und das natürlich auch dann geschafft hat, aber weiß ich nicht, es gibt ja so viele Faktoren, warum es dann nicht klappen kann. Das ist bestimmt auch irgendwann innere Spannung. Nimmst du zwei, drei Niederlagen nach der Tour hin? Mann, jeder kann sich da noch ein paar Mal aufrappeln und ist motiviert, aber irgendwann. Stehst auch früh auf, merkst, dir tut alles weh, du hast schon 5 Minuten kassiert, heute wird es noch schwerer. Dann ist irgendwann der Sportler gebrochen. Ich fand, ich hatte so, also in meiner Wahrnehmung am Fernseher hatte er irgendwie so ein Thema, ja, so innere Enttäuschung, mal wieder, es klappt wieder nicht, es kam irgendwie so alles irgendwie so raus und dann hat er auch irgendwie mit den Mitfahrern, also seinen Konkurrenten so rum lamentiert, fahr du jetzt mal vorne und das gab es ein paar Szenen und da hast du irgendwie so gemerkt, der ist mit sich so irgendwie nicht im Reinen, fand ich. Das hat einfach in dieser nicht gepasst. Und was man so liest, hat er scheinbar auch irgendwie viel mit Low Carb probiert, also im Training seinen Stoffwechsel irgendwie zu pushen oder so. Und ich glaube, Fabian Wegmann war es auch in der ARD, der wohl gesagt hat, er müsste jetzt auch mal irgendwie vielleicht sich ein anderes Team irgendwie suchen, mal frischen Wind oder sowas, mal was Neues probieren. Ja, also das war für mich so, hat's. Ja, man ist ja irgendwie, kennst du das, wenn es bei irgendwelchen Leuten nicht funktioniert und man am Fernseher so mit der Popcorn-Tüte hängt und bei dem funktioniert es nicht. Aber bei ihm war es irgendwie so, da hatte ich irgendwie Mitleid. Den, weiß nicht, irgendwie, das fand ich schade. Also nicht, dass ich jetzt ein Fan von ihm wäre, aber irgendwie, das fand ich blöd. Ja, andere Enttäuschungen kann man noch davon, ist bei Greipel jetzt einfach das.
das Alter und vielleicht der richtige Zug, also nicht mehr der richtige Zug am Start und seine Zeit ist vielleicht vorbei. Wie schätzt du das ein? 37? Ja, schwer. Also, ich habe das nicht ganz so verfolgt. Entschuldigung, ich unterbreche. Ich hatte ja mich nirgendwo getraut, das zu schreiben, aber ich hätte vermutet, dass er die ganze Zeit irgendwie rumtrickst oder sowas und quasi die Erwartung so klein hält gegenüber ihm, dass er bei der letzten Etappe in Paris nochmal versucht, einen rauszuhauen. Und ich hätte ihn so als Geheimtipp irgendwie auf dem Zettel gehabt. Ja. Einfach so vom Bauchgefühl. Und ich glaube, er wurde ja nochmal Fünfter oder Sechster. Mhm. Aber, sorry. Ja, also, ich weiß auch nicht. Es scheint bei ihm halt aktuell nicht so zu laufen. Vielleicht ist er, ich habe es auch nicht verfolgt bei ihm so die Saison, außer dass du natürlich merkst, dass du nicht viel hörst. Das ist ja schon das erste Zeichen. Ja, jetzt mal einfach gesagt. Vielleicht klappt es im Team nicht oder vielleicht ist es mit 37, dass er sich jetzt sagt, okay, ich habe mich im Team angeschlossen, bringe den jüngeren Leuten noch mal ein bisschen was bei, helfe ihnen ein bisschen. Kann auch sein, dass ihm das reicht. Er hat schon extrem viel gewonnen. Also, ja. Manch einer gibt sich ja damit dann auch wirklich zufrieden, sagt sich, ich bin 37, habe Kinder, Familie. Ja. Suche ich noch dem Team etwas weiterzubringen, etwas weiterzugeben. Aber ja, ansonsten, ich hätte mir gewünscht für ihn, dass er bei der Tour-Etappe mal richtig weit vorne reinfährt, aber es ist ihm ja vergönnt geblieben. Ja. Gründe, keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht umgehört. Wird man ja auch wahrscheinlich nicht kommunizieren. Ja. Ja, gut. Hast du sonst noch, wenn du über die Tour 19 nachdenkst, etwas, wo du sagst, okay, von dem Fahrer hätte ich mir jetzt irgendwie mehr gewünscht oder so? Oder hätte mehr kommen können? Thema Movistar mal wieder irgendwie nicht. Das ist geil. Die sind vorne reingefahren. In der Breite sind die so stark, aber ja. Quintana, der scheint es einfach nicht drauf zu haben. Also nicht so im Abschluss, ne? Ja. So nicht. Ja. Wie kann man denn eigentlich so krass, war es Nasenbluten haben auf dieser einen Etappe, wo sein komplettes Trikot voll war? Ach, das habe ich mal gesehen, Foto, genau. Die Etappe habe ich auch nicht, habe ich glaube ich nicht gesehen und ich habe es auf Fotos gesehen, habe das mit der Etappe, die ich vielleicht gesehen habe, nicht verknüpft. Ja. Nach die 18. Etappe nach Valois war das und da war sein komplettes Trikot, also das war das Trikot halt voll mit Blut. Es ging über den Galibier mit 2600 Meter Höhe und im Fernsehen und sowas meinte auch, ich habe es auf der ARD gesehen, Wegmann, da können halt auch mal die Äderchen in der Nase platzen und so. Ja. Er war einer der wenigen oder vielleicht der einzige sogar, bei dem es so war. Und natürlich gab es über Social Media gleich wieder so ein paar Doping-Untersteller etc. oder so Blutverdünner. So. Mhm. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber Quintana hat mich für ihn gefreut, dass er mal wieder was gewonnen hat. Er kann es ja irgendwie noch. Aber irgendwie so im Gesamtklassement war die Movistar-Taktik für mich nicht ganz ersichtlich. Nee. Ich glaube für sie selber auch nicht, oder? Die haben halt auf Quintana sehr lange noch gesetzt. Ich weiß nicht, ob die dann einfach das nicht so ehrlich kommunizieren, dass Quintana sagt, hier, ich habe einen Sack in der Kette, es läuft wohl nicht. Lander und Valverde fahrt ihr mal. Aber was ich cool fand bei der Tour, es haben echt sehr viele verschiedene Leute gewonnen. Ja. So, wo man sagt, Mensch, Quintana hat trotzdem eine Etappe gewonnen. Bardet hat das Trikot gewonnen. Hat er nicht eine Etappe gewonnen, Bardet? Bardet hat, glaube ich, keine Etappe gewonnen. Dann hat Nibali noch eine Etappe gewonnen. Das war ein Haufen Leute, wo du sagst, Mensch, dem gönne ich es auch nochmal. Das hat mir echt an der Tour besonders gefallen, dass du da so viele verschiedene Gewinner hattest und nicht die, sag ich mal, die typischen Gesichter jetzt. Ja. Ja, dann gab es im Sprintbereich einen, der jetzt ein bisschen was gewonnen hat, Caleb Ewan. Ich meine, drei Etappen waren es. Ist er so auch für dich einer der Top-Sprinter in den nächsten 2-3 Jahren? Ja, ich denke schon. Es war eh ein Unding, dass er bei seinem vorherigen Team immer für die Tour nicht berücksichtigt wurde, zusammen mit Roger. Und deswegen ist es natürlich geil, dass die jetzt dieses Jahr beide zur Tour gefahren sind, einfach mal drei Etappen gewonnen haben.
als Team. Das war natürlich der richtige Fingerzeig zum Mitchelson-Scott-Team. Ja. Ich denke schon, dass der ist auch noch sehr, sehr jung. Wachsen wird er nicht mehr, denke ich, aber älter wird er. Ich denke schon, dass der noch viele große Dinge abschießen kann und Okay. ja, sieht immer ganz Letzter, lustig aus, wenn er sag du. sprintet. Es sieht immer ganz lustig aus, sage ich, wenn er sprintet. Die Haltung, ja? Ja, also lustig ist eigentlich noch nett ausgedrückt, das sieht's. Ja. Wie wäre man bei dir früher in der Jugend damit umgegangen, wenn einer so sprintet? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Die hätten sicherlich öfter mal gelacht. Schlag im Nacken. Letzter Punkt, worüber wir sprechen müssen, ist Emanuel Buchmann. Und ich glaube auch, dass ich mich jetzt selbst gerade daran erinnere, da mit dir drüber zu sprechen, ist auch so ein bisschen, ja, Emanuel Buchmann ist halt einfach nicht sehr auffällig, oder? Ja. Der fährt eine der besten Touren der letzten, lass mich jetzt nicht lügen, seit Klöden wahrscheinlich. Ja. 2006 vielleicht? War da Klön Nummer 2 oder 3? Ich glaube, ja, das kommt, glaube ich, hin, ja. Und klar, in der Radsportszene, logisch, weiß man das. Aber trotzdem, der ist jetzt recht unauffällig, oder? Ja, das ist halt auch, das haben wir bei dem Punkt mit Sagan zum Beispiel, ne? Wenn du gleich einen Teamkollegen nimmst, der ist halt so authentisch, der könnte die Hälfte, ach, der könnte 10% von den Rennen gewinnen im Jahr, der gewinnt. Der ist halt trotzdem, der ist halt einfach auffällig, authentisch und ist inzwischen auch eine Marke. Und Buchmann, das hatten sie auch bei dem einen Bericht mal gezeigt, dass der auch von den französischen Medien gar nicht so Beachtung geschenkt bekommen hat, obwohl er schon auf Platz 6 irgendwie lag und mit dem besten Berg hoch fuhr. Also. Im Gegenteil, die haben den ja, glaube ich, jetzt nochmal nach der Tour ordentlich angeschossen, dass er irgendwie so, dass sein Fahrstil so unattraktiv wäre oder so. Fährt er zu schnell für die Franzose, was ist da unattraktiv dran? Ja. Ja, aber das stimmt schon, das war krass. Der ist hammermäßig gut gefahren. Endlich mal wieder ein Deutscher, der so weit vorne im Ja. Top 10 ist. Aber man. Aber man hatte so von seiner vom Gestik her und so, ich hatte das Gefühl, der hätte nochmal auf der 20. Etappe, dass er irgendwelche Reserven hätte. So hat er die ganze Zeit gewirkt, ja? Die habe ich halt nicht gesehen. Da war ich, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich sie nicht gesehen. Und ich Ja. hatte ja gehofft, dass sowas kommt, dass die wirklich Ja. nochmal. Er hat ja eine gewisse Sicherheit. Nach vorne hin hätte es noch gehen können mit ein paar Sekunden. Nach hinten zum Lander, glaube ich, hat er Ja, anderthalb gehabt. Also ja. quasi, der hätte ja schon mal. Zwei Das klingt Minuten am Schluss. jetzt abgedroschen und. Aber du hättest ja trotzdem mal einfach nochmal riskieren können. Und fällst halt hinten raus und wirst halt Vierter oder Fünfter mit weniger Vorsprung zu Lander oder zu Alaphilippe. Ja, Aber ich hätte es gut, schon. aber schlussendlich war er wohl am Limit. Und Du hast sie gesehen, du hast gerade über den Gesichtsausdruck oder so gesprochen, ich weiß halt nicht. ja, kann man, glaube ich, davon ausgehen. Aber wie du sagst, das sind natürlich so Typen, ja. Also so ein Sagan ist extrem extrovertiert. Ein Alaphilippe ist so, ja, nimmt die Leute auch mit aufgrund seines Schmerzes, sage ich jetzt mal, den er auch transportiert hat. Und ein Quintana ist vielleicht wie Buchmann so immer so gleicher Gesichtsausdruck, ja. Aber soll jetzt nicht vom Ergebnis irgendwie ablenken. Was natürlich aus deutscher Sicht Platz 4 bei der Tour, hallo, hörst du das Kindergeschrei Nein, gerade? aber noch viel schöner ist, ich höre hier keins. Sehr gut. Jetzt habe ich es gehört. Ja, der Kleine wird jetzt ins Bett gebracht. Nee, Top 10 war das Ziel, er hat einen vierten Platz erreicht. Alle Daumen hoch, die man so an sich hat. Der Kerl ist jetzt 29. Ich fand es interessant zu hören, dass Wegmann auch meinte, kein Supertalent, er holt einfach das Maximum aus seinen Möglichkeiten heraus. Also Supertalent wie Bernal oder wie Ulle Eins oder so. Ja, ist ja legitim, wird ja nicht jeder mit dem Paket quasi geboren. Und ja, ich persönlich glaube jetzt aber nicht, dass wegen Emanuel Buchmann natürlich dann so wie bei Ulle damals oder so die Kinder jetzt in Radsportvereinen rennen werden. Nee, das löst nicht so den Hype aus. Also, wir wissen, was es bedeutet, Vierter zu werden. Also, wir können das einschätzen, dass es eine krasse Leistung ist, aber es hat Ich nicht. kann es nicht einschätzen, sorry. Nee, Du vielleicht. ich auch nicht, aber
einfach Nee, ich habe betrachtet. noch nie ein Radrennen und besser, doch, ich war einmal Platz 9 oder sowas beim GFNY in Hameln. Da war aber auch, glaube ich, jetzt, oder wie du sagst, ein Das war Hobbyrennen. mit Sicherheit ein Hobbyrennen. Es war ein Ja. Hobbyrennen. Für die Zuschauer beim Stefan, der ja auch Hobbyrennen jetzt in Red Race fährt, oder? Ja. Da Sicher, ja. habe ich dich. Ja, und zunimmst, ja. Ist Hobby so die lustige, nette Abwertung vom Jedermann-Bereich? Hobby ist schon noch unter jedermann. Ist schon noch drunter. Was ist Jedermann? GCC oder was? Na, jedermann hat sich schon gemacht in den letzten Jahren, außer zumal du jetzt dann letztes Jahr noch als C-Fahrer Jedermann-Rennen mitfahren konntest, haben die schon so ein bisschen, fand ich, die Klasse aufgewertet und da wird inzwischen richtig Rad gefahren, also. Ja, vorne sicherlich, logisch. Darfst du eigentlich so ein GCC-Rennen da mitfahren? Ich glaube, ich weiß nicht genau. Also als Amateurfahrer ja, aber jetzt gibt es ja dieses Elite-Amateur und Elite oder sowas. Ich glaube, als Amateur könntest du mitfahren. Ob du jetzt als Elite-Fahrer mitfahren darfst, weiß ich gar nicht. Möchte ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Bin ich mir so auf Straßenradrennen, bin ich mir so heiß, so Kriterien und Rundstreckenrennen, ja. Aber so lange Okay. Straßenrennen. Wie sieht so eine typische kommen wir zum Abschluss, wie sieht so eine typische Trainingswoche beim Stefan Schäfer aus? Wie viel trainierst du Und eigentlich noch? unbeständig. Unbeständig, ja. Ja, na, ist halt jetzt sind die, sag ich mal, die Ausklänge so von der sportlichen Laufbahn. Dann hast du zwei Kinder, hast einen Job, hast du so Lust, dass du mal was neben dem Sport machst. Ich mache mir zwar mal am Anfang der Woche einen Plan, was ich gerne trainieren möchte. Ja. Das ist meistens nicht deckungsgleich mit dem Sonntag. Ergebnis hinten raus. Oh, ja. Aber ich versuche jetzt schon, ich war jetzt in den USA 2 Wochen, die Form, die ich da mitgenommen habe, dass ich die noch so ein bisschen bei den Radrennen jetzt nutze, um ein paar Ergebnisse einzufahren. Und ich versuche schon 2 bis 3 Mal in der Woche auf dem Rad zu sitzen. Dann halt plus 1 bis 2 Wettkämpfe, dass du auf 2 bis 5 Trainings-Wettkampffahrten in der Woche kommst. Aber hast du noch so diese Sucht quasi in dir, dass du nach 3, 4 Tagen ohne Rad irgendwie so ein schlechtes Gewissen oder Gefühl bekommst? Die hat dann irgendwann nachgelassen. Also ich Ja. hatte so eine Zeiten gab es, da bist du am zweiten Tag unruhig geworden. Das waren aber auch Zeiten, wo du an die 30.000 Kilometer im Jahr gefahren bist. Ja. Jetzt reden wir über 12.000 bis 13.000 Kilometer. Und da musst du echt oft Nein sagen zu Training, um so wenig zu fahren. Also inzwischen hat man da ein sehr, sehr ruhiges Gefühl bekommen. Weil es für die Art von Rennen, die ich jetzt fahre, nicht immer reicht, aber sehr oft noch reicht. Und dann fängst du halt an abzuwägen. Ich könnte 280 Kilometer trainieren. Oder ich fange mit der Zeit was Sinnvolleres an. Und meistens ist es dann zweitens. Okay. Wo siehst du, doofe Frage, wo siehst du dich in. Einfach mal nach Frankreich zu fliegen. Ja. Zur Tour de France. So was zum Beispiel zu machen. Aber wo siehst du dich radsporttechnisch in 5 oder 10 Jahren? Wirst du da noch irgendwie ein bisschen so rumgurken in der Gegend oder Ich denke hättest. schon. Also ich vermute, dass ich, wenn ich jetzt nächstes Jahr beruflich so ein bisschen mich verändere, wird es schwer dann werden, das mit dem Sport zu kombinieren. Das wird dann 1, 2 Jahre dauern. Dann denke ich mal, werde ich auch 1, 2 Jahre richtig wenig fahren und mal ein bisschen vielleicht in die Breite gehen. Und ich hoffe, dass ich so von heute an in 5 Jahren einfach aus Spaß an der Freude regelmäßig Rad fahre im gesunden Maße. Das Aber ist ja. nicht mehr leistungsorientiert. Das ist zu lang. 5 Jahre, das schaffe ich nicht mehr. Ja. Okay. Ja, du Stefan, dann fällt mir jetzt nichts mehr Tja, wie? ein. Du könntest noch erzählen, woher der Zielort von der Etappe, die wir gesehen haben, seinen Namen hat. Planche de Belfi ja. und das 1832. Das war jetzt ein Insider für euch. Zuschauer, Planche de Belfi heißt aber das Brett der schönen Mädchen und das war Sag schon Klippe. Der hatte keine Ahnung. Das war, Klippe ist ja, Brett macht ja keinen Sinn. und das war scheinbar ein Ort, wo, keine Ahnung, vor 3 Millionen Jahren die Frauen hochgeklettert sind, um irgendwie ihren Peinigern zu entkommen, die sie vergewaltigt hatten. Irgendwie so. Irgendwie so. Das ist eine Ich ganz habe traurige irgendwann. und böse Geschichte. Ja. Aber
um es auf den Punkt zu bringen, es war ein Ort, wo Frauen scheinbar Selbstmord begangen hatten, um ihren Peinigern irgendwie zu entkommen oder so, die sie körperlich missbraucht hatten. Der eigentliche Witz dahinter war ja hinter dem Insider, dass wir Knast hatten, also sehr starken Hunger. Und Knast machst du. ja, nee, sagt man das bei euch nicht? Knast? Knast haben? Nee, Knast Nee. machst du als Polizist beruflich. Ja, okay. Na, jedenfalls, wir hatten alle sehr starken Hunger, hatten einen anstrengenden Tag und dann wurde doch mit der Essence-Ausgabe noch gewartet, war eine wahnsinnig spannende, langgezogene Geschichte über diesen Herkunftsnamen da erzählt werden musste. Da Ja. war ich schon amüsiert. Das war nicht der Insider an sich so. Ja. Wer kennt's nicht? Man hat richtig üblen Hunger und dann kannst du nicht irgendwie so. Und Das ist wenn eine du der Geschichte. Erste bist, der reinhaut, dann bist du der Assi am Tisch. Ja. Aber eigentlich will ja jeder, dass es einen Assi am Tisch gibt, damit man nicht der Erste ist, gell? Genau. Also, du hättest dich wahrscheinlich gefreut, wenn ich das Eis gebrochen hätte. Ja, aber auf dich war kein Verlass. Das Du stimmt. hast an seinen Lippen gehangen, hast die Geschichte mit angehört. Ja. Gut, Stefan, bevor ich jetzt noch ausfällig werde, wünsche ich dir einen schönen Abend. Ja, ich dir auch. War ein interessanter Talk mit dir und ich Ja, hoffe, sehr wir hören gerne. uns demnächst mal Ja, ich komme mal vorbei, wenn ich wieder. Zeit habe. Und oder in 5 oder 10 Jahren, wenn du als Hobbyfahrer mit Nummer vorne am Lenker. Körbchenpedalen. Was? Und Körbchenpedalen. Und Das kennst du. Körbchenpedalen in der Gegend rumfährst. Ja. Ich packe mal Stefans Links, seine Social Links, sein Instagram auf jeden Fall hier drunter. Da sieht man so ein paar interessante Bilder von ihm in den unterschiedlichsten Trikots. Der Kerl hat Ahnung vom Radsport. Ich hoffe, das kam cool rüber. War auch in Frankreich für mich ein sehr interessanter Gesprächspartner. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, Weltherrschaft. Und Stefan am 25.08. in Hamburg zum Sieg schreien. Das wäre gut, ja. Das machen wir. Stefan, in dem Sinne, vielen Dank, schönen Abend. Jo, dir auch. Leute, ciao, servus, bis zum nächsten Mal.